Hey Internet und YouTube zurück, was geht? Auf zu Nellot, dem kleinen Racker. Und wir sprechen mit ihm. Sagen guten Tag, hallo, wie geht's? Und ich habe Kopfschmerzen ohne Ende und trotzdem nehme ich auf. Das ist euch völlig wurscht, oder? Ihr wollt Content? Mach deinen Job, verdammte Schande! Erzähl uns hier nichts von deinen Problemen. Okay, es tut mir leid. Was wird hier gebetet? Was macht ihr hier? Solltet ihr Meister Nelot nicht beim Reparieren des Turms helfen? Warum funktioniert diese Beschwörung nicht? Bin ich hier? Bin ich schon hier? Das war der Kürze... Okay. Mist. Ich versuche, diesen Aschenwächter-Zauber hinzubekommen. Du Noob. Nun muss ich mich konzentrieren. Und solltet ihr euch nicht eigentlich um die Schäden am Turm kümmern? Aha. Meister Nelot hat Illinea damit beauftragt, den Turm zu reparieren. Nichts. Warum macht ihr das nicht im Labor, wo es für uns alle sicherer wird? Ja, würde ich auch sagen, du. Das Labor ist zu klein. Außerdem benötige ich den Ascheboden. Meister Nelot weiß, was ich mache. Aber es bringt nichts, ihn deswegen zu stören. Er ist momentan sehr beschäftigt. Vorsicht mit dem Ding! Ihr habt es zu verantworten, wenn etwas schief läuft. Kein Aschenwächter. Du. Ihr gehört nicht hierher. Übt ihr einen Zauber? Weißmeister. Ja. Ich versuche, einen Aschenwächter zu beschwören. Ich habe nur Probleme damit, Meister Nelots Handschrift zu entziffern. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich muss mich konzentrieren. Wir bekommen hier nicht viel Besuch. Braucht ihr etwas? I need love. Vorher brauchst du etwas und dann gehst du weg. Diese Floskel kannst du dir dann gleich sparen. Wenn du so ein Penner vorbeigehst, hey, soll ich dir helfen? Was soll das? Okay. Zwei Finger geweht. Was soll das heißen? Oh, gedreht. Das müsste stimmen. Oh, oh. Du wirst explodieren, mein Freund. Muss ich hier rauf? Nein. Wahrscheinlich hier, oder? Ja, exakt. Vielleicht kann ich ja außen rum. Ich wollte nur wissen, was hier hinten... Mhm, nichts. Gut. Gut, dass ich das jetzt weiß. Ach, verdammte Schande. Das gibt eine Pilzsuppe. Holy shit. Ich kann so von einem Pilz Familien ernähren. Kann ich auf den Pilz springen? Das wäre echt super. Was ist denn das für ein bekloppter Weg? So, jetzt. Gott. Habe ich einen Pilz genascht? Ich habe so Halluzinationen. Fliegenpilz. Schwebe nach oben. Wow. Schwebe. Yes. Das. Der beste Lift. Ever. Du bist also der Berühmte. Hm. Das war nicht gerade sehr... Da man, dass ich so viel von dir gehört habe, kommt ein... Was möchtest du? Ihr schon wieder. Habe ich euch nicht in Rabenfels gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Man sagt, ihr wisst, wo man schwarze Bücher finden kann. Ihr sprecht von den Bänden voll mit esoterischem Wissen, die der alte Hermeus Mörer überall in der Welt verteilt hat. Genau die. Schwarze Bücher. Besteht da irgendein Zusammenhang mit eurer Suche nach Mira? Ich dachte, du bist ja der Schlaue. Ich habe ein schwarzes Buch gefunden. Gefunden? Ja. Und gelesen sicher auch, oder? Streitet es nicht ab. Ich kann es in euren Augen sehen. Warum fragst du mich dann? Auch gefährliches Wissen ist Wissen. Und damit nützlich. Meiner Erfahrung nach ist es sogar oft die nützlichste Wissensart. Um Mirag aufzuhalten, muss ich wissen, was er weiß. Oh Mann, so viele Wörter mit Wissen jetzt gerade. Das ist ein sehr gefährlicher Pfad. Hermeus Mora macht einem keine Geschenke. Oder es könnte euch wie Mirag ergehen. Dann hätten wir zwei machtgierige Drachenblüter. Könnte sehr interessant sein. Ich bin nicht machtgierig, ich bin goldgierig. Das ist ein Unterschied, okay? Wisst ihr, wo ich ein weiteres schwarzes Buch finden kann? Oh ja. Sie sind nicht schwer zu finden, wenn man erst einmal weiß, wie man danach suchen muss.
Ich habe hier eins, das ich benutzt habe, um weitere zu finden. Was? Super Mario Musik. Okay. Ich war nicht untätig, während dieser faszinierende Wahnsinn Solstheim erfasst hat. Aber mein Buch ist nicht das, wonach ihr sucht. Ich bin ziemlich sicher, dass es keinen Zusammenhang mit diesem Mira-Ark gibt. Aber dafür weiß ich, wo ein schwarzes Buch zu finden ist, das euch helfen kann. Okay. So ist es. Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, eins zu bekommen. Vielleicht können wir ja gemeinsam die Geheimnisse der Dwemer entschlüsseln. Was haben die damit zu tun? Verbotenes Wissen war eine Art Spezialität der Zwerge, nicht wahr? Ihr habt doch nicht etwa geglaubt, sie könnten so einfach widerstehen. Die alten Dwemer scheinen dieses Buch entdeckt und studiert zu haben. Okay. Ich habe in den Ruinen von N'Jardak ihren Leseraum gefunden. Das Buch befindet sich dort in einer Art Schutzvitrine, die ich bislang nicht öffnen konnte. Bist du doch blöd dafür? Vielleicht können wir uns das Buch ja zusammenholen. Dann auf nach N'Jardak. Folgt mir. Jawohl. Ich folge dir. Schwimmen wir nach unten? Oder geht's weiter nach unten? Nee, nach unten. Wuhu, das sieht... Komm. Oh, shit. Ich hab doch... Okay. Oh mein Gott, muss ich den ganzen Dialog mit... Okay, warte. Ihr schon wieder. Besteht da irgendein Zusammenhang? Gefunden? Ja. Auch gefährlich. Das ist eines. Okay. Oder es könnte euch wie Mira. Oh, das Buch? Bitte, gib mir. Sie, ihr habt eins? Ich oh, war nicht, woher? Aber mein Buch... Das? Ihr habt eins, aber oder? Dafür weiß ich... Dann so fliegen ist wir dorthin. Schweben wir dorthin, oder? Was haben wir gesagt? Ich hab keine Ahnung. Okay, ich habe in den Aufgaben. Aber danke. Vielleicht... Na, mach das. Okay, dann ziehen wir uns an und gehen los. Folgt mir. Jawohl, ich folge dir. F5. Nicht, dass ich hier wieder runterfalle. Pass auf, ich geh voran. Okay. Bisschen, ich muss ein bisschen Geduld haben. Wuhu! Punktlandung, mein Freund. Punktlandung. Ich öffne dir die Türe. Hey, hey, ich hupfe mich nicht. Das macht sie schon oft genug. Tschüss. Wir machen hier was Wichtiges. Mir gefällt der Anzug. Kann ich dich töten? Keine Sorge, wie gesagt, nur Geld geil. Gold geil. Das Gleiche. Nicht Macht geil. Wenn ich wie Dagobert Duck in meinem Bunker in Gold schwimme, kannst du die Macht haben. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt könnte man natürlich sagen, wer das Geld hat, schafft an, also der hat die Macht. Du, hast du keine Schnellreise, mein Freund? Du hast keine Schnellreise, oder? Jesus Christ. Aber ich habe eine. Ja, aber wir haben es gar nicht entdeckt, also von daher haben wir noch einen breiten Weg vor uns. Bist du falsch gelaufen? Du gehst doch nicht, läufst du jetzt wieder zurück? Wohin willst du? Du bist schlimmer als ich. Oh Mann. Der Schinken deckt uns von hinten. Aha! Das sieht gut aus. Woher seid ihr gekommen? Wer wo? Ihr habt alle diese komischen Hände hier. Blau. Was machst denn du? Eine Aschenbrot hast du gepasst, mein Freund. Die war ja für nix, oder? Die war ja mal für nix. Ah, nee, das war jetzt nur. Hör auf. Was zum Enker? Okay, können wir weiter?
Wo ist denn? Ah, wo ist denn jetzt? Ja, da. Da ist er. Warum bist du blau? Hast du getrunken, dass du wieder blau bist? Das sieht hier gut aus. Bitte hier drinnen, hier hinten wohnen. Ich kriege immer diese Kellerabteile zu kotzen. Ich gehe voran, weil... Die Twamer wussten, wie man für die Ewigkeit baut. Diese Türme haben ihre Erbauer um Jahrtausende überlebt. Das wollte ich nicht. Ich muss uns die Tür aufschließen. Also los. Na dann schließ mal. Du bist der Schlüsselmeister. Aha. Wo ist er jetzt hin? Sie sind nicht sonderlich klug, oder? Wer, ich? Redest du mit mir? Schon beim letzten Mal muss ich gedacht, die Züge also. Wo kommen die nur her? Die spawnen hier. Komm runter hier. Hey. Hey. Stopp. Schließ mal hier auf, mein Freund. Ach, hier geht's ja hoch. Gut, dass du den Weg gefunden hast. Ich wusste, dass es hier hoch ist. Zeit zu sterben. Du hast recht. Da hast du recht. Wo du recht hast, hast du recht. Bei den Augen des Drachen, das werdet ihr büßen. Bei den Augen des Drachen? Komm, werd hier jetzt einmal nicht philosophisch, du. Wow! Ich war gerade auf Tab. Wow! Ich muss den ganzen Weg jetzt nochmal hinlaufen, richtig? Ich muss den ganzen Weg nochmal hinlaufen, richtig? Mother Jesus Christ! Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich dort bin und F5 klicke. Was ist los mit mir? Ich bin der F5-Meister. Und ich klicke nicht F5. Oh mein Gott! Das sind die Kopfschmerzen. Oh, okay, wir sehen uns im nächsten Part. Ich laufe jetzt mit ihm hin und dann drücke ich F5 und dann nehme ich wieder auf und dann mache ich die fertig wie nix. Ich glaube, der hat gecheatet. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.